klappe die ersten. Meine Gesangskarriere, denn ich habe beschlossen, das Modeln komplett aufzugeben und jetzt offiziell als Sängerin durchzustarten. Okay, nein, das stimmt natürlich nicht. Und bitte lasst euch nicht von den zwischendurch wirklich lauten Geräuschen hier im Hintergrund irritieren, denn New York ist laut. Diese Stadt schläft tatsächlich niemals. Und heute folgt aber ein Update-Video. Was ist die letzten Wochen so passiert? Ich werde dich außerdem mit zu meinem Agenturtermin nehmen und dir zeigen, was passiert dort so und wie bereite ich mich drauf vor. Und ja, wo fange ich an? Okay, das letzte Video war ja, dass ich gerade dabei war, alles einzureichen für den ganzen Visa-Prozess. Denn für dich als Information, du möchtest gerne als Model in den USA arbeiten, du benötigst das Visum. Meistens wird das O-1-Visa beantragt. Dieses Visum ist extra für Personen, die viel vorzuweisen haben, die über bestimmte Talente verfügen. Also ganz oft beantragen da Sportler, Musiker, Models und. Also es ist auf jeden Fall ein Visum für Personen, die extraordinary sind. So ist es jedenfalls. Und demnach musst du sehr viel vorweisen können, musst sehr viel einreichen. Und dieser ganze Prozess hat mich Kopfschmerzen gekostet. Ich sag's dir, es hat mich Kopfschmerzen gekostet. Wir haben angefangen, irgendwann Mitte, Ende Februar, nagel mich nicht drauf fest. Und es hat sich dann relativ lange gezogen, denn mein Plan war eigentlich schon im Mai in den USA zu sein. Das hat dann aber nicht geklappt. Darüber war ich auch sehr froh, weil der Mai war, das sage ich dir jetzt einfach mal so ganz transparent, jobmäßig mit Abstand der beste Monat bisher dieses Jahr. Und wirklich, also ich bin so dankbar, dass ich im Mai noch in Deutschland geblieben bin. Aus finanzieller Sicht, aus Erfahrungssicht. Ich war für L'Oréal wieder in Cannes, dann war ich in Paris mit Maybelline. Also ich habe so coole Sachen gemacht, deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Nichtsdestotrotz hat sich der Prozess deutlich länger nochmal gezogen, als ich dachte. Und jetzt sitze ich hier. Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Wochen in New York. Und es ist in dieser Zeit auch schon sehr, 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 sehr viel passiert. Ich werde dich updaten. Ich werde auch versuchen, immer mal wieder zwischendurch zu vloggen. Ich kann dir nicht versprechen, wie gut ich es schaffe, weil momentan organisieren wir auch noch parallel ein riesiges Event für angehende Models, für Influencer, für Content Creator, für Brands, für Fotografen, Make-up-Artisten. Also einfach ein riesiges Event, wo die Branche zusammenkommt. Und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Natürlich betreue ich auch noch parallel die Models bei uns im Model Coaching Elite-Kurs. Das nimmt auch Zeit in Anspruch. Natürlich habe ich dann auch noch parallel die Mitarbeiter aus unserem wunderbaren Team und Co. und meine eigene Modelkarriere. Also du hörst, es steht sehr, sehr viel an. Aber ich gebe mein Bestes, dich maximal auf diese Reise mitzunehmen. Und mein Freund ist auch mit mir hier. Du kannst gerne mal in den Kommentaren schreiben, möchtest du eine Roomtour von unserem Apartment hier haben? Wir werden das Apartment nochmal zwischendurch wechseln, aber aktuell von dem Apartment, wenn du eine Roomtour haben magst, dann schreib's total gerne in die Kommentare. Okay, genug um den heißen Brei geredet. Übrigens haben wir unsere Reise super spontan gebucht. Wir haben tatsächlich einen Tag vor Abreise alles gebucht und alles final festgemacht und auch das Airbnb gebucht. Es ist in der Zwischenzeit, es waren so viele Sachen, die mir Kopfschmerzen bereitet haben und so viel Ungewissheit. Und als ich dann endlich den Flug final gebucht habe und das Apartment final hatte, was so kurz vor knapp war, dass wir keine Unterkunft bekommen, weil wir hatten den Flug schon gebucht, aber noch keine Unterkunft. Und na gut, wenn man am Abend vorher den ganzen Unterkünften schreibt, sind die Chancen groß, dass man eben keine mehr bekommt. Es hat aber zum Glück dann am Ende noch gut geklappt und ich blende hier auch auf jeden Fall meine Szene ein, die in Frankfurt noch war, die mich auch Kopfschmerzen gekostet hat. Wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Frankfurt in meinem Hotelzimmer und für mich geht es jetzt gleich zur Botschaft, um mir meinen Visa-Stempel abzuholen und es findet auch ein kleines Interview statt. Ich bin nicht wirklich aufgeregt, aber ich bin gespannt, weil natürlich weiß man nicht, welche Fragen einem gestellt werden und ich kann mir auch vorstellen, dass kurz bevor ich dann dort stehe, ich schon aufgeregt sein werde. Aber ich gehe jetzt noch kurz etwas frühstücken und dann geht es los. Man darf nichts mitnehmen. Das heißt, ich werde gleich nur meine Unterlagen mitnehmen und hoffe, dass ich dann den Weg gut finde. Ich hatte gerade einen dezenten Herzinfarkt. Ich war nämlich beim Visa-Interview. Es lief auch alles gut, ging super, super schnell.
Und dann wollte ich den Status checken, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich ausgewählt hatte, dass der Reisepass nach Hause geschickt wird oder nicht. Und dann steht dort einfach Refused. Mein Herz ist so stehen geblieben, weil ich mir zu 100% sicher war, die Sache ist jetzt komplett durch. Jetzt habe ich natürlich gegoogelt wie eine Irre, direkt der Anwaltskanzlei geschrieben, die natürlich gerade noch nicht arbeiten, weil es noch zu früh dort ist. Aber online steht, es ist normal, solange jetzt man den Visa-Stempel noch nicht im Reisepass hat, steht dort einfach Refused. Das ist wohl so ein Term, den sie nutzen. Das hier war übrigens der Moment, als ich erfahren habe, dass ich endlich die Zusage für das Visum bekommen habe und in die USA gehen kann. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog. Guten Morgen aus New York. Ich muss noch etwas leiser sprechen. Mein Freund schläft nämlich noch und die Türen hier sind nicht gerade gut isoliert. Ich werde jetzt Sport machen. Ich habe hier hinten schon meinen Hula-Hoop-Reifen, wie man sehen kann, und meine Sportmatte. Und das heißt, jetzt folgt Pilates und danach Hula-Hoop. Dann werde ich mich auf meinen Termin mit der Agentur vorbereiten und heute werde ich grundsätzlich den ganzen Tag einmal vloggen. Ich versuche es zumindest. Ich kann nämlich nicht versprechen, wie viel ich zeigen darf, auch bei der Agentur. Aber wir starten jetzt erstmal mit Sport rein und guten Morgen! Wie man unschwer erkennen kann, ist meine Beauty-Routine hier schon im vollen Gange. Meine Haare sind jetzt dran und ich muss auch noch meine Nägel lackieren, also meine Fußnägel, eine kleine Pediküre werde ich mir diesmal selbst geben und eine Maniküre. Ich mag es ganz gerne vor Agenturtermin, also bevor ich Polas mache oder bevor ich Jobs habe, mag ich es auch eigentlich ganz gerne zu Pediküre, Maniküre zu gehen. Das schaffe ich jetzt hier aber nicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe hier bisher noch kein gutes Studio gefunden. Ich habe mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Hier gibt es unfassbar viele Apps, bei denen man solche Angebote bekommen kann. Diese Apps sind dann speziell für Models und du postest dann halt eben was und dann bekommst du beispielsweise eine Pediküre for free, in Anführungszeichen, weil du postest es ja, also es ist ja Werbung für das Unternehmen. Aber ich habe mich da ehrlicherweise jetzt noch nicht genug mit auseinandergesetzt und habe hier jetzt auch noch kein gutes Studio gefunden. Deshalb werde ich es gleich einmal selbst machen, denn ich habe heute mein Meeting mit meiner Modelagentur hier in New York. Ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen hier und dadurch, dass ich so spontan geflogen bin, also ich habe ja wirklich mein Visum bekommen und bin ASAP geflogen gefühlt. Und deshalb war die Agentur, glaube ich, ein bisschen überrascht davon, dass ich schon so früh gekommen bin und sie hatten dann keinen früheren Termin frei, weil sie sich wirklich mit einem hinsetzen und die ganze Strategie besprechen und sich wirklich Zeit nehmen. Und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch und deshalb habe ich jetzt ungefähr anderthalb Wochen später erst in Anführungszeichen meinen Termin. Ich hatte allerdings schon ein Casting und ja. Von daher, it läuft an, muss man sagen. It läuft an. Und ich freue mich jetzt extrem, auch heute dann das gesamte Team kennenzulernen. Ich habe ja schon mit einigen gesprochen, als ich mein Casting hatte. Ich meine, da saßen, während ich das Casting hatte, 4 oder 5 aus der Agentur. So, Schalter richtig setzen. Aber heute lerne ich dann das gesamte Team kennen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und die Agentur ist sehr, sehr, sehr groß. Das hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Aber sie haben relativ viele Booker und auch sehr viele, oder was heißt sehr viele Models, aber schon auch einige Models und auch verschiedene Abteilungen von Petit über Curvy, über Lifestyle. Also alles ist mit dabei. Hair done, beziehungsweise habe ich sie jetzt gerade geföhnt und muss sie gleich noch ein bisschen stylen, aber in der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um meine Nägel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue etwas, dass ich sie nicht gestern schon gepflegt und gestylt habe, weil heute wird es jetzt zeitlich etwas knapp. Muss mich ehrlicherweise etwas beeilen. Wir haben es jetzt 11.33 Uhr, in einer Stunde muss ich los. Und wie man sieht, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte mir eigentlich auch noch eine Tuchmaske machen. Gut.
Ob ich das jetzt noch schaffe, sei mal dahingestellt. Ich habe auch schon hier hinten, ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann, aber auf dem Bett liegen schon alle möglichen Sachen verteilt. Ich nehme nämlich zwei Outfits für Polas mit. Einmal eine engere Hose und einmal eine lockerere Hose, die ich persönlich cooler finde. Allerdings stand im Briefing der Agentur, es soll eine enge Hose sein. Und dann nehme ich auch noch zwei Lingerie-Sets mit für die Polas. Und ja, muss ich gleich alles noch einpacken. Ich werde auch mein Tablet mitnehmen für Notizen. Und da ich alles hier begleite, natürlich auch mein ganzes Equipment zum Film. Netterweise kommt mein Freund mit und wir zumindest versuchen, einige Sequenzen zu filmen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt so intensiv möglich ist. Ich gebe mir Mühe, möglichst viele Eindrücke zu zeigen. So, also wie man sieht, hier ein schlichtes Lingerie-Set. Hier noch eine zweite Option. Und hier sind zwei schwarze Oberteile. Hier habe ich noch ein normales schlichtes T-Shirt dabei und zwei verschiedene Jeans. Hosen. Ich präferiere die. Ich hoffe, die wird am Ende auch gewählt, aber die hier ist einfach noch meine Skinny Jeans. Damit ich Optionen habe, die ich mitnehmen kann und eine Fusselrolle nehme ich natürlich auch mit. Und hier hinten sieht man das Outfit, was ich jetzt tragen werde, um zur Agentur zu gehen. Natürlich Nippelpads, darf man nicht vergessen. Und dann werde ich das Outfit anziehen, um einmal hinzugehen. Haare sind jetzt gemacht, das hier ist mein fertiger Look und ich werde jetzt noch die restlichen Sachen zusammenpacken und dann geht's los zur Agentur. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bahn. Ich werde jetzt gleich noch kurz bei Dunkin' Donuts reinspringen und der Agentur Kleinigkeiten mitbringen. Hier, das ist meine Tasche. Hier ist alles drin, was ich brauche. Schlichte Outfits, meine Lingerie-Sets und natürlich auch schlichte Schuhe. Ja, und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, ne? New York ist eine sehr große Stadt und wir leben nicht direkt im Center von New York. Das heißt, wir müssen jedes Mal reinfahren. Es dauert, je nachdem, wo man hin möchte, zwischen 20 und 30 Minuten. Das heißt, wir haben uns rechtzeitig auf dem Weg zur Agentur gemacht und wie auch schon gesagt, mein Freund hat mich begleitet und ein bisschen behind the scenes mitgefilmt. In der Agentur angekommen, habe ich dann erstmal kurz mit der Rezeptionistin gequatscht und mich angekündigt, ihr erzählt, für wen ich hier bin und was bei mir heute ansteht und dann musste ich kurz warten. In dem Meetingraum durfte ich leider nicht filmen, aber die Agentur hat mir einmal erklärt, wer meine Booker sind, wer für mich zuständig ist, wie das Booking-System funktioniert und haben mir sonst noch einige Fragen gestellt und dann ging es auch weiter mit den Polas. Also ich hatte jetzt gerade mein Onboarding und habe hier eine sehr gute Übersicht bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass selten so. Und ja, jetzt weiß ich Bescheid, wer wofür zuständig ist. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booker. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, weil Polas werden erst um 3 gemacht. Das heißt, wir können noch mal rausgehen, entspannen. Und dann geht's weiter mit Polas. Mein Termin für die Polas hatte ich um 3. Das heißt, ich hatte noch eine mini kleine Pause zwischendrin von einer halben Stunde. Da bin ich dann einfach zu Starbucks gegangen und habe mir nochmal alles durchgelesen. Und Polas haben wir selbstverständlich einmal in Unterwäsche und einmal in Klamotten erstellt, damit die Kunden auch ausreichend Material haben, um beurteilen zu können, ob ich spannend für das jeweilige Booking bin. Appointment done! Und wir laufen jetzt zu einem Tennisladen, denn der gute Timo hier möchte sich ganz gerne einen Tennisschläger kaufen und hier etwas Tennis spielen. Wie war der Termin? Sehr, sehr schnell, ehrlicherweise. Zwischenzeitlich habe ich nochmal gewartet, weil wir mit dem Meeting relativ schnell durch waren. Und dann haben wir noch Polas gemacht. Es hat auch maximal 10 Minuten gedauert. Also es ging echt sehr, sehr flott. Starbucks darf natürlich hier nicht fehlen. Und ja, jetzt sollte es anlaufen. Die Agentur hat mir aber auch nochmal gesagt, beziehungsweise die beiden Booker, dass ich sehr spontan gekommen bin und sie gar nicht damit gerechnet haben, dass ich so spontan komme. Und aus dem Grund müssen sie sich jetzt erstmal darauf vorbereiten, dass ich halt eben hier bin. Aber es ist auch absolut verständlich und für mich total okay. Von daher bin ich gespannt. Was die nächsten Wochen so passiert.
Was für ein toller, aufregender Tag. Ich habe mich total gefreut, die Agentur jetzt endlich auch in Persona kennenzulernen. Und mir wurde alles erklärt. Ich freue mich also extrem auf die Zusammenarbeit. Und was mir hier besonders gut gefällt, die Agenturen arbeiten mit einem Booking-System zusammen. Das bedeutet, es ist deutlich einfacher für die Models zu sehen, wann habe ich Termine, wann habe ich Castings und man hat auch die Möglichkeit, sich auszubuchen. Das ist definitiv eine Sache, die können sich die deutschen Agenturen noch hier von den Agenturen in den USA abgucken. Good News am Ende des Vlogs. Ich habe am gleichen Tag noch um 17 Uhr meine allererste Jobbestätigung hier in New York bekommen für den nächsten Tag direkt. Da musste ich dann um 7 Uhr am Set sein und es war für einen Star-Hairstylist, der sonst die Haare von Kim Kardashian und J.Lo stylt und es war super, super, super cool. Wenn du mich auf Instagram verfolgst, dann hast du mit Sicherheit auch die Story gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate hier in New York und auf alle Jobs, die noch kommen und selbstverständlich halte ich dich auf dem Laufenden.